Wenn ihr das geübt habt hier, könnte man, sagt er auch am Ende, dass man das auch im normalen Internet dann versuchen kann. Also es ist wirklich total verrückt. Zwei Patricias hier. Ja, zwei sind besser als eine. Und sie wird genauso geschrieben wie ich. Das sieht aber wirklich total schön aus hier. Mal halt gezwungen, aber ich möchte einfach eine andere Art Videos machen. Ich muss mich gerade ein bisschen abregen. Ich bin auf mein Video gegangen. Yeah! Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Sorry, dass ich so ein bisschen umgekehrt bin, aber ich komme frisch aus der Dusche. Und der Gianni, die haben zwar heute schon was gegessen, aber ich habe ja etwas Neues. Und Gianni, du spiegelst dich da drin. Der ist nackig, wartet mal. Zeig mal, wie das aussieht. Wow, und wieder zu. Also, so viel zum Essen machen. Der Gian hat angefangen, das aufzuheben. Da war ein Haar dran. Ich habe alles in den Müll schmeißen müssen. Jetzt die Kartoffel. Und ja, etwas anders dekoriert als sonst, denn es passt sonst nicht drunter. Und ich trage es. Die Achille hat gerade auch ziemlich Ärger von mir bekommen. Irgendwie alle. Achille, sei nett! Oh Gott, alle nackt. Mama, wo gehen wir heute hin? Auf den Mond. Komm. Ich dachte auf den Ikea. Ikea ist geschlossen. Ja, auf dem Mond. Ja, lecker. So, jetzt ganz schnell Video schneiden. Die halten mich so auf. Das ist schon das zweite Mal, dass ich Essen mache. Jetzt muss ich auch noch was essen. Es in einer Stunde muss ich anfangen, alle anzuziehen. Mein Essen. Haferflocken habe ich vergessen zu salzen. Zu süßen. Und wir haben keinen Zucker mehr außer den hier. Das geht natürlich nicht so, deshalb habe ich... Seid ihr fertig? Nein. So, Vorsicht. Hinbraten und ich muss zum PC, sonst komme ich entweder zu spät oder schaffe mein Video nicht. Also, wir haben in der Schule einen Computerunterricht, sind wir aufs Internet für Kinder gegangen und das heißt Internet-ABC. Das ist ein Internet extra für Kinder gemacht, weil das Internet, das normale Internet hat ja, ist ja auch ganz gut, aber es hat Seiten, das nichts für Kinder ist. Das ist nichts für Kinder ist. Und deswegen will ich meinen Geschwistern zeigen. Das Internet ABC. Das ist ganz leicht zu verstehen. Es liest selber vor. Und deswegen, und ich zeige es Ihnen gerade. Das sieht so bei der Einführung aus. Er erklärt uns erst alles. Und dann können wir lernen, wie wir uns im Internet verhalten. Wenn ihr das geübt habt hier, sagt er auch am Ende, dass man das auch im normalen Internet dann versuchen kann. Okay, ist denn zuhören? Du machst das auch. Mit meinem Computer mobil steuern wir zusammen durch das Internet. Dabei lernst du, wie man sich im Internet am besten zurechtfindet. Aber nun zeige ich dir erst einmal, was dich auf unserer Fahrt erwartet. Bist du bereit für einen Schnelldurchlauf? Weiß ich nicht, aber da steht sogar, brauchen Sie Geld und das kann ja auch ein Virus sein. Super. Also, Video lädt hoch. Ich mache mich jetzt schnell fertig. Geht einfach bitte raus, Leute. Was machst du denn schon wieder hier? Geh einfach bitte ins Auto. Ich krieg die Krise. In genau 3 Minuten sollen wir da sein. Wir sind verabredet, später zum Essen auch noch zu gehen. Ich habe denen jetzt zweimal Frühstück gemacht und die haben tatsächlich sich jetzt noch einen Döner geholt. Was natürlich auch wieder Zeit gekostet hat.
Ich habe noch nicht mal Kaffee getrunken, weil die ganze Zeit der Can mich mitgeschminkt hat und ihn fast dreimal umgeschmissen hat. Und solche Szenen habe ich früher nie gefilmt und dann war ich genervt, wenn dann kommt, ich liebe dich. Und ich damit in diesem Augenblick nichts anfangen kann, weil die Liebe wäre, wenn mir hier jemand geholfen hätte. Gesagt, das kann ich auch. Ich kann auch sagen, ich bin Millionärin. Ich bin super erfolgreich. Stimmt's? Nein. Also so schlimm ist es jetzt nicht. Aber ihr wisst, was ich jetzt halt meine, ne? Ich kann sagen, meine Videos sind jedes Mal auf Nummer 1. Tja, ich hab's gesagt, aber stimmt es? Wollt ihr jetzt ja wieder abbringen? Okay. Ja, wir fahren. Ich nehme noch eine neue Flasche dazu. Oh, die waren im Angebot und ich wollte noch welche holen. Mist. Du musst, siehst du ja um wie viele Kilometer noch. Ja. Hier musst du raus. Ja, das ist auch da. Jetzt raus. Richtung Heidelberg. Ja. Ah, ja, ja, klar. Richtung Heidelberg. Und jetzt rechts. Mannheim mit. Und ja. Solltest du das erzählen, was schneidet gerade ein Video. Genau. Ich bin gerade eigentlich dabei, mein Video zu schneiden. Du sagst einfach, ich bin ich brauche noch. Ich muss heute fertig schneiden, weil ich später den Laden öffnen muss und dann werde ich keine Zeit haben. Das Wetter ist total schön, aber es ist kalt. Okay. Und noch eine Baune. Aber in der Sonne geht das. Ja. Oh, der Laden ist so Mama, verrückt. Okay, ich habe keine Ahnung, wie der Ton ist, denn teilweise ist es sehr, sehr windig. Wir sind angekommen, haben geparkt, einfach so mitten auf dem Weg, denn die anderen haben es auch gemacht und es ist nicht frei. Aber wir sind schon mal da. Okay. So, wir haben es geschafft, reinzukommen. Da ist die Patricia. Sie hat auch einen Instagram-Account, den kann ich euch auf jeden Fall mal verlinken. Jetzt versuchen wir mal, hier etwas in die Sonne zu gehen. Also es ist wirklich total verrückt. Zwei Patricias hier. Ja, zwei sind besser als eine. Und sie wird genauso geschrieben wie ich. Und wie heißt dein Account auf Instagram? Patricia_Bühl. Genau. So, der Idris ist schon fleißig am, ich weiß nicht, filmen oder fotografieren. Auf jeden Fall hat er auch vorhin ein Foto gemacht. Ich denke, jetzt wird er wahrscheinlich auch was aufnehmen. Sieht so schön aus, ich liebe das. Und die machen hier, habe ich gerade auch erfahren, eine Halloween-Party. Am 31. wahrscheinlich, oder? Ja. Wow, guck mal, was ein Wind. Die Blätter. Juhu! Ja. Gianni!
Wir gehen gleich was zu trinken holen. Wie runter da gegangen? Ja, ich hab's gesehen. Cool. Hast du toll gemacht, ja. Wo ist aber der Gianni? Ich hab Durst. Du hast Durst? Ja. Ja, dann können wir gleich weitergehen. Was war, willst du trinken holen? Ache, wo ist der Gianni? Geh auf eine andere Rutsche noch. Es gibt hier auch noch einen Indoor-Spielplatz. Was ist ein Indoor-Spielplatz? Dass es drinnen ist, überdacht, es ist warm. Oh. Hier ist nämlich schon ganz schön kalt, obwohl dir ist es nicht so. Ja, wenn du hier nicht so rumschickst, aber dann ist es nicht warm. Du musst sie anlassen. Oh. Nein, Schatz. Isel, du bist schon krank. Hier ist Mama, aber ich habe die Pulli an. Darf ich die Jacke anziehen, die beiden ausziehen? Nein, es ist kalt, nein. Nur aufmachen. Komm, der geht einfach weg von Mama, vom Kinderwagen. Der wusste, hier sind in der Nähe. Ich habe das Kind ja alles von draußen. Eiskalt, geht einfach weg. Ah, da, okay. Er ist auf der Lauer. Mama, guck mal hier, du kannst gucken. Ist hier wirklich irgendwo ein Krokodil? Da. Ist das ein Krokodil oder ist das ein Ali? Siehst du es, Mama? Ja. Wo denn? Da neben den Stein. Ah, das ist nur ein Fisch. Wo ist das Krokodil? Krokodil? Das ist kein Krokodil. Nee? Ist das nicht? Doch. Doch ein Alligator. Wusste ich doch. Ich glaube, Krokodil ist größer. Das ist hier. Oh Gott. Tatsächlich, ich habe mich voll erschreckt. Da, John. Da, da. Schildkröten. Wo sind jetzt die Schildkröten? Dies waren. Heute sieht man die Schildkröten nicht. Ja, da bewegt sich. Hier. Die bewegen sich nicht, Gianni. Akzeptiert das nicht als richtiges Tier. Der bewegt sich. Bananen. Also ich hatte auf dem Bild sind Bananen. Achso, ich dachte schon. Ja, ich dachte auch, ich bin Bananen. Das sieht aber wirklich total schön aus hier. Oh. Das sind noch Babys. Da, die Kleinen. Oh mein Gott. Guck mal, die sind so klein. Die anderen sind groß und die auf dem Ast unten, die sind viel kleiner. Die ist giftig auf jeden Fall mal. Ja, ich denke mal auch, dass sie einen etwas antun könnte, wenn sie wollte. Warum kommt hier so ein Kai vor, die Schlange? Ich glaube, es ist eine extra so ein langer Schwanz. Ja. Ist das diese Würgeschlange? Die ist so klein. Ja. Boah, wie das aussieht. Gianni? Die Schlange ist so groß, oder? Ja. Riesig ist die. Und dick auch. Und dick ist sie auch. So, und ich jetzt mittlerweile ohne Milch, das habe auf jeden Fall mit Zucker, weil sonst ist es mir zu stark irgendwie. So, wir sind jetzt nochmal auf einem Indoor-Spielplatz, die Kinder spielen und wir müssen aber jetzt das Ganze abbrechen. Die Akkus sind alle leer, ist auch voll schön gewesen, wir wollten eigentlich auch noch was essen gehen, aber wir haben keine Zeit, weil der Igel noch den Laden aufmachen muss. Essen. Zu essen, gleich zu Hause, mein Schatz. Wir wollten essen gehen, aber wir haben keine Zeit.
Spielplätze. Wir haben alle Hunger. Ich habe echt Hunger. Richtig schön hier, ne? Mhm. Hier ist kalt. Das nächste Mal kommt ihr im Sommer. Ja. Mit Grill. Ja. Darf man hier grillen? Irgendwo ja. Echt? Auf diesen Wiesen, wo die Kinder vorhin rumgerannt sind, da darf ehrlich? Ich bald grillen. Ja. Wow. Mit Lieb grillen. Da werden ich auch, ja. Ich auch. Ja. Mal schnell. Oh, ins Schmetterlinghaus rein. Gianni, warte. Nicht, dass du gleich. Wow. Meine Güte. Die setzen sich auf dich drauf, wenn du ruhig bleibst. Willst du nicht? Ich will. Nee, ich darf noch nicht. Oh, komm, bitte. Nein. Mäuschen, lauf mal ein bisschen. Ich weiß es nicht. So, wir sind im Auto gleich auf dem Weg erstmal nach Hause. Also bereits auf dem Weg nach Hause. Und dann fährt der Idris direkt weiter in die Bar. Es war wirklich sehr, sehr schön. Und ja, es hat sich total... Ja, aber dann waren wir in dem einen Schmetterlingsraum. Das war warm. Und in den Tropical Raum. Das war sehr schön. Ja. Aber es war schön. Genau, wir haben auch was getrunken, uns aufgewärmt und die Kinder waren zum Schluss ja nochmal in den Indoor-Spielplatz. Da hatten die auch richtig Spaß gehabt. Doch! Wir gehen dahin. Zu Hause sind wir jetzt angekommen und der Gianni wollte sofort das Essen von heute Morgen. Ah, es muss wieder hier sein, aber ja. Wir haben das noch nicht sauber gemacht. Der Gianni kann es aber trotzdem nicht aushalten. Okay. Ja, ja, klar. Es kommt noch. Wir haben nämlich noch eins bestellt. Für ein besonderes Video. Genau. Gianni, nur bitte nicht fallen lassen. Ich habe noch sogar die Jacke an. Der Gianni hatte keine Lust auf Warten. Voll die Fruchtfliegen an der Ananas. Ja, der Baba hat sie gebracht und da waren schon Fruchtfliegen. Das ist keine gute Idee gewesen mit der Ananas. Stell die mal weg. Mach sie mal nach draußen. Stell die mal draußen hin. Obwohl, es ist ziemlich kalt. Gianni? Ich helfe dir, ja? So, nimmst du noch Gabeln? Geht sie an. Guck mal, ich mach raus. Wow. Tada! 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 Moment, ich wollte gerade reinsprechen und da kommt der Gianni schreiend. Was willst du da reinmachen? Nochmal Milch? Nein, ich will Bauarbeiter machen. Du möchtest einen Bauarbeiter machen? Ja, ich habe Essen gemacht und das schmeckt so gut. Ich benutze ja die ganze Zeit die gleichen Zutaten und jetzt brauche ich einen anderen Geschmack. Ich habe nochmal Sesamrein gemacht. So, einfach aus dem türkischen Laden. Can, hör bitte auf zu schreien. Ich habe dich gefragt, möchtest du Milch reinhaben? Ja. Ja, aber dann haben wir keine Morgen für morgen, mein Gott. Ja. Du hast alles aufgebraucht, Kind. Was habe ich noch gemacht? Anstatt Kartoffeln habe ich Mehl rein gemacht. Ansonsten das gleiche wie gestern. Paprika, Kürbis, Zucchini. Ganz wenig Knoblauch und... Wie gesagt, neu ist für mich mit Cäsar. Schmeckt's so gut. Und hör auf, bitte die Acelia zu trinken, davon zu trinken. Mein Video zu schneiden, das tausendste, waren ja mehrere Tage und ich habe wirklich mir sehr viel Mühe gegeben. Bei dem Trailer ist es noch nicht alles fertig, aber ja, dann zeige ich euch jetzt mal was. Meine Aufrufe dort. Also erstens ist mein Video wieder gelandet in
Also ich verdiene gerade keinen Cent an meinem Video, weil ich wieder fälschlicherweise, ist das ein gelber Dollar. Also jetzt verdiene ich 0 Cent an diesem Video. Ja, wenn ich auf die Statistik gehe, sind die letzten Aufrufe in Echtzeit, lag mein Kanal noch nicht mal bei 5000 Aufrufen in der ersten Stunde. Also das ist die erste Stunde, ja. Und jetzt bei einem Titel, wo ich sage, ich will mich trennen, 10.000 Aufrufe. Wo ich bei meinen Eltern war, Titel war, wir gehen in den, oder total im Wald erschreckt. Wir waren viele Außenszenen und ich habe die Kamera mitgenommen. Dann habe ich noch mein Handy mitgenommen. Dann habe ich noch eine dritte Kamera mitgenommen. Mein Vater so, was schleppst du denn? Ja, habe 21.000 Aufrufe. Ich denke mal, das werde ich in 2 Stunden auch mit meinem Kanal haben, jetzt, also mit meinem Video jetzt haben. Und früher hatte ich das nicht nötig und ich fand es so toll. Aber durch diesen anderen Algorithmus bin ich darauf manchmal halt gezwungen. Aber ich möchte einfach eine andere Art Videos machen auf meinen anderen Kanälen. Meine Lieben, das schmeckt so gut. Auf jeden Fall mal bitte nachmachen, denn der Geschmack ist einfach so anders als gedacht. Es schmeckt super schön asiatisch, aber ohne dieses Soja, sondern irgendwie durch diese Sesam-Sachen. Richtig lecker. Sesam. Einfach durch den Sesam. So, jetzt habe ich es. Nun werde ich was essen. Die Kinder haben eigentlich schon immer mal wieder etwas zu sich genommen. Ich glaube, die werden eher etwas weniger essen. Die Achille eventuell. Ich muss mich gerade ein bisschen abregen. Ich bin auf mein Video gegangen. Yeah! Patricia, löscht diese Kommentare bitte. Ich kann diesen Hass nicht mehr lesen. Ich bin einfach nur sprachlos. Ich bin sprachlos, sprachlos. Ich bin... Boah. Oh mein Gott, was für ein Tag. Naja, meine Lieben, ich bin jetzt auf jeden Fall eine Erfahrung reicher und wünsche euch jetzt eine gute Nacht und wir sehen uns morgen früh wieder. Und der Morgen beginnt bei mir eigentlich dann auch immer mit Wäsche machen an. Hier habe ich Wäschekorb, der ist voll. Und da mein Essen fertig ist, habe ich mir gedacht, oh, das erste Mal reichen auch 15 Minuten, bevor ich mich morgen gar nicht mehr bewegen kann. Und ich habe endlich auch mal dieses Teil, was ich bei TK Maxx gekauft habe. Thank you.